Wir stehen hier mit Detlef Ingwert, dem Organisator des ersten Main-Fernbus-Triathlon hier in Karolinsiel, der vor wenigen Stunden zu Ende gegangen ist. Detlef, wie ist die Premiere hier in Karolinsiel gelaufen aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht ist sie hervorragend gelaufen. Wir hatten ein deutlich höheres Teilnehmerfeld als erwartet. Das Wetter hat glücklicherweise mitgespielt, obwohl die Prognose ja eine andere war. Die Zuschauer waren in großen Mengen vor Ort und die Feedbacks, die ich erhalten habe von den Sportlern, die waren durchweg positiv. Die waren alle bis hin zur Begeisterung und alle gesagt, wir kommen nächstes Jahr wieder. Organisatorisch alles reibungslos gelaufen. Wir können also mehr als zufrieden sein. Von daher absolut positives Feedback. Du hast gerade eben die Sportler angesprochen. Bei den Damen hat Kerstin Stoll gewonnen mit einem relativ opulenten Vorsprung von 4 Minuten. War das so zu erwarten, dass die Spitze sich relativ schnell vom Hauptfeld absetzen würde? Es ist im Triathlon so, egal ob bei Frauen oder bei Männern, dass da immer wieder richtige Spitzenkräfte in den Start gehen und die sich dann auch sehr deutlich vom Teilnehmerfeld absetzen. Das auf jeden Fall. Bei den Männern war es ein bisschen knapper. Ne? Bei den Herren hat Fabian Rahn gewonnen. Du hast es auch angesprochen, ist bei Triathlon mit involviert. Wie stolz macht es dich, dass Fabian jetzt den ehemaligen Europa- und Weltmeister Matthias Graute geschlagen hat? Ja, ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber, dass er das Ding gewonnen hat, das auf jeden Fall. Es war nicht zu erwarten, weil der Matthias eigentlich in der Saison bis dato die bessere Form präsentiert hatte. Fabian jetzt bedingt durch die Organisationsarbeiten auch 2 Tage körperlich hart arbeiten musste. Und gestern erst schon so im Spaß haben wir es aufgefasst und mit ersten Rechtfertigungen kam, schwere Beine, schwere Arme, ich kann morgen nicht schwimmen, ich kann morgen nicht laufen und hat sich eigentlich die Entschuldigung für den zweiten Platz schon zurückgelegt. Umso glücklicher und stolzer war natürlich, dass es geschafft hat. Und das ist jetzt einer von uns, der das Ding gewonnen hat. Ist schön. Auf jeden Fall. Für die Sportler ist Analyse immer sehr wichtig. Du wirst sicherlich auch ein Fazit ziehen als Organisator dieses Triathlons. Wie optimistisch kann man in die Zukunft blicken, dass es eine Neuauflage geben wird dieser Veranstaltung? Sehr optimistisch. Ich habe vorher ein Gespräch mit der Kurverwaltung gehabt, mit dem Kai Koch, mit dem Markus-Fahrer-Team und auch mit einigen Sponsoren schon. Und alle haben eigentlich gefragt, ob wir es wiederholen. Die sind alle begeistert. Und wir sind uns alle einig, dass wir im nächsten Jahr den zweiten Karolinsieder-Triathlon haben werden. Das auf jeden Fall. Detlef Ingwert, vielen Dank. Ich danke euch.